Wir sind live. 11 Uhr, Freitag, 15.12. vor Weihnachten. Hallo und guten Tag zusammen. 38 Gäste gerade, steigt hier gerade, geht immer weiter. Technik läuft. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Anwender-Call. Ich sehe, da sind auch eine ganze Reihe Neukunden heute auch mal wieder dabei. Freut mich. Auch viele Bestandskunden, schön, dass Sie einschalten. Heute gibt es eine ganze Menge Informationen für Sie. Wer schon mal dabei war beim Anwender-Call, weiß, dass es ein paar Dinge regelmäßig gibt. Wir stellen immer gerne neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter vor. Dann haben wir heute auch gleich zwei Anwenderbeiträge. Das heißt, Sie dürfen heute mal bei zwei Laboren, bei zwei Bestandskunden, das ist die CB Med, das ist digitale Pathologie aus Graz. Und die MPS in Innsbruck, MPL in Innsbruck, mikrobiologisches Prüflabor, auch in Österreich, in Innsbruck. Da dürfen Sie mal über die Schulter schauen, was die alles mit der Labordatenbank machen. Danach wird es technisch. Daniel zeigt uns ein bisschen was. Danach geht es ums Thema sichere Authentifizierung. Sie sehen auch wieder hier gewisse Regelmäßigkeit. Patrick hat wieder spannende Dinge zum Thema Datensicherheit, wie es nicht nur sicherer ist, sondern möglicherweise auch komfortabler für Sie und was es dort für Neuerungen gibt. Am Ende haben wir dann noch Zeit für Ihre Fragen und Antworten. Kurze Verabredung bitte. Geben Sie uns noch eine kleine Vorwarnung im Chat. Wenn Sie Fragen haben, tippen Sie dort gerne schon mal rein. Dann können wir uns da im Hintergrund schon ein bisschen drauf stürzen und für Sie vorbereiten. Ich freue mich jetzt als erstes, Ina Schildkühn begrüßen zu dürfen. Hallo Ina, du hast das Wort. Grüß dich. Genau. Hallo alle zusammen. Genau, mein Name ist Ina Schildgen und ich bin die neue Kundenbetreuerin bei der LDB. Vorher war ich tätig im Routinelabor in der Molekularbiologie. Da habe ich Erfahrungen gesammelt in dem medizinischen Bereich bei SYNLAB zum Beispiel und auch im Lebensmittelbereich bei Labor Kneißler. Und genau, ich bin sehr erfreut, Teil des Teams zu sein und freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft mit euch. Willkommen, Ina, willkommen im Team. Sie, liebe Kunden, werden die Ina zunehmend in den Support-E-Mails, in den Calls und in den Projekten miterleben. Da haben wir eine ganz tolle und motivierte Mitarbeiterin, die hier mehr und mehr für uns dann zur Verfügung steht. Danke. Jetzt wird es technisch. Sie haben es vielleicht schon gesehen in der Labor an gleich mehreren Stellen. Es gibt einen kompletten neuen Markdown-Editor. Was dahinter steckt, welche Möglichkeiten Sie da haben und was damit dann alles für Sie als Labor möglich wird, zeigt uns jetzt der Daniel Kahle, der nämlich diesen Markdown-Editor entwickelt, bereitgestellt hat und dort wirklich jede Menge tolle Funktionen eingebaut hat. Das zeigt Ihnen jetzt mal ein ganz bisschen. Wir sind sehr gespannt. Daniel, du hast das Wort. Vielen Dank, Konrad. So, ich teile hier mal meinen Bildschirm. So, den Markdown-Editor gibt es jetzt eh schon eine Zeit lang, vor allem bei den Notizen und bei den Tasks. Hier sind ein paar neue Features dazugekommen. Das größte neue Feature, das hier dazugekommen ist, sind Textvorlagen. Da gibt es hier unten einen neuen Button, auf den kann ich draufklicken und dann hier Text aus einer Vorlage einfügen und lade hier ein paar Textvorlagen vor. Wenn ich die auswähle, bekomme ich effektiv den ganzen Text hier schon vorgeschrieben in mein Markdown-Editor-Feld. Genauso, wenn ich hier jetzt einen neuen Text schreibe, Text für eine Vorlage, kann ich hier unten diesen Text dann als Vorlage speichern und bekomme dann diesen für zukünftige Notizen oder To-Dos oder sonstige Eingaben eben ausgewählt. Als Vorlage. Und habe den dann hier zur Verfügung. Was auch hier dazu gekommen ist, sind Slash-Commands. Das heißt, wenn ich hier einen Slash eingebe, bekomme ich hier genauso das Menü, um das Ganze komfortabel direkt mit dem Keyboard ansteuern zu können. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf die Enter-Taste drücke, bekomme ich genauso meine Auswahl und auch hier habe ich die Möglichkeit, mit dem Keyboard zu navigieren. Das heißt, mit der Rauf- und Runter-Taste kann ich mir meine Vorlage auswählen und mit der Enter-Taste diese dann hier ein. Weiters sehen wir auch hier in diesem Slash-Menü eine neue Option für Markdown-Tabellen.
Das heißt, wenn Sie viel mit Tabellen arbeiten, macht es das weitaus einfacher. Hier kann ich mir eine bestimmte Spaltenanzahl und Reihenzahl eingeben und bekomme diese Makrotabelle dann so eingefügt. Genau. Weiters ist dieser Markdown-Editor jetzt an vielen Stellen zusätzlich eingebaut worden. Unter anderem bei der Materialverwaltung habe ich den hier unten bei den sonstigen Angaben zur Verfügung. Bei den 8D-Reports, bei jedem Feld, das Ihnen zur Verfügung steht, bei der Problembeschreibung, Supportmaßnahmen und so weiter. Bei den Schulungen, bei der Beschreibung der Schulung, genauso wie bei der Zielsetzung der Schulung und auch bei den Validierungen. Das heißt, wenn ich hier auf Bearbeiten klicke, habe ich hier genauso den Markdown-Editor zur Verfügung. Was hier auch noch zu erwähnen ist, ist, dass bei den Validierungsberichten dieser Text dann genauso auch zur Verfügung steht. Das heißt, neben der Übersicht von der Validierung bekomme ich dann diesen Text aus dem Markdown-Editor angezeigt und habe damit die Möglichkeit, alle möglichen Verlinkungen zu Proben oder sonstigen Datensätzen in der Labordatenbank mit darzustellen. Genau. Und damit übergebe ich wieder zurück an Konrad. Vielen Dank. Das war's von mir. Daniel, sehr, sehr toll, was du da bereitgestellt und gezaubert hast. Immer mehrere Stellen sehen Sie ja, wo das zur Verfügung steht. Und was Sie jetzt sehen werden im nächsten Anwenderbeitrag ist, was damit alles möglich ist. Ich freue mich, Martina Thomberger von der CB Med aus Graz begrüßen zu dürfen. Martina Thomberger verwaltet dort die digitale Pathologie. Also dort wird ein bisschen freier gearbeitet als in anderen Laboren. Das heißt, hier steht das Thema ELN ganz im Vordergrund. Martina, ich will da gar nicht viel sagen. Du hast das Wort. Wir sind ganz, ganz, ganz gespannt, was du uns hier zu zeigen hast. Vielen Dank, Konrad. Hallo zusammen, mein Name ist Martina Thomberger. Ich bin bei CB Med in Graz, eben in der digitalen Pathologie. Wir betreiben viel Grundlagenforschung, haben jetzt auch immer wieder standardisierte Prozesse, die wir als Workflow in der Labordatenbank haben, aber wir etablieren auch sehr viele Dinge und brauchen dazu das Electronic Lab Notebook. Als wir am Anfang uns für die Labordatenbank entschieden haben, haben wir das in Kauf genommen, dass es geheißen hat, das gibt es nicht. Wir haben das eben extern dann alles mitgeschrieben. Jetzt ist der Wunsch aber mit der Zeit immer größer geworden, vor allem, weil wir auch wie viele andere in Richtung Zertifizierung gehen wollen. Und da ist es halt immer wichtiger geworden, die ganzen Datensätze, die wir so fleißig eintragen in die Labordatenbank, direkt verlinken können. Wir sind dann doch wieder mal auf die Labordatenbank zugekommen und haben gefragt, hat sich dazwischen was geändert, macht ihr sowas, gibt es sowas? Und dann haben wir uns sehr gefreut, als die positive Rückmeldung gekommen ist, ja, wir sind dabei, da was aufzubauen. Und dann haben wir uns zusammengesprochen und wir haben gesagt, was wir uns vorstellen, dass es uns wichtig ist, die Proben, die Materialien, das Equipment und so weiter, alles direkt zu verlinken, dort direkt mitzuschreiben, was wir alles machen. Das hat dann nicht lange gedauert, dass wir eine Testversion bekommen haben, mal zum Ausprobieren. Wir haben uns wieder zusammengesprochen, wir haben Feedback gegeben und total super, alles total schnell umgesetzt. Und ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus schon mal zeigen lassen. Ich habe mein Laborbuch, das ich für jetzt einfach einmal kopiert, habe so die relevanten Daten natürlich rausgenommen, aber einfach, um einmal zu zeigen, wie wir das nutzen und wie das bei uns ausschaut. Ich teile hoffentlich jetzt den richtigen Bildschirm. Ja, eben. Genau. Sieht gut aus, Martina. Sehr gut. Also so schaut das aus. Man hat da oben in den Reitern, habe ich jetzt zusätzlich ein ELN. Wenn man da draufklickt, kommt da die Reihe der ELNs. Ich habe jetzt hier nur eines aufscheinen lassen, weil ich als Schlagwort Anwendercall, da klickt man auf Anwendercall und dann hat man dieses eine Notebook, das ich euch heute zeigen möchte. Wenn man da draufklickt, hat man chronologisch alle Einträge mit links einem Inhaltsverzeichnis, wo die einzelnen Tage mit den Titeln
ersichtlich sind, wo man auch dann direkt hin navigieren kann. Am Anfang ist die Beschreibung, wie das Electronic Labbook Notebook heißt, um was es in dem Projekt geht. Ich habe da eben reingeschrieben, was uns wichtig war, dass man da alles verlinken kann, das so wie der Daniel vorher gezeigt hat, mit dem Markdown-Editor. Dann haben wir die einzelnen Einträge. In dem Fall habe ich meine Immunhistochemie geplant, habe hier die Proben verlinkt, mit denen ich das Experiment machen werde. Habe auch eine Liste zum Beispiel von Proben. Man kann hier ja auch einfach Webseiten verlinken, wo ich dann die Probenliste gleich sehen kann, welche Proben schon in dem Fall, ist es eine Liste an Proben, die schon HE gefärbt wurden. Habe hier auch eine Excel-Liste verlinkt, die auf unserer Cloud liegt. Das war jetzt nur als Beispiel, wo die Proben zum Beispiel zu finden sind. Genau, am nächsten Tag habe ich die Immunhisto im Labor vorbereitet. Hier habe ich einen Screenshot von meiner Excel-Liste eingefügt, dass man gleich eine Übersicht hat, dass man nicht immer auf einen Link klicken muss. Die wichtigen Sachen sind immer ganz gut als Screenshot gleich einzufügen. Wieder ein Überblick. Man sieht vielleicht, ich bin ein Fan von Screenshots. bei der Durchführung des Experiments habe ich jetzt hier einfach ein paar Materialien eingefügt. Das bitte, falls sich dabei auskennt, nicht wundern, dass das jetzt thematisch nichts miteinander zu tun hat. Das ist ja quasi der Showcase. Ein Dokument habe ich verlinkt, eine SOB, nach der ich gearbeitet habe. Als es dann, jetzt sind wir schon an dem Tag hier, das Imagen nachher der Slides, wenn man das Ganze digitalisiert, hier habe ich ein Prüfmittel verlinkt, womit ich das gemacht habe. Wenn man hier draufklickt, kommt man auf das Prüfmittel. Und hier sieht man eben auch, dass in dieser Timeline, dass auch hier verlinkt ist, dass das im Electronic Lab Notebook hier verwendet wurde. Bei den Ergebnissen natürlich wieder Bilder. Einfach ein Beispielbild, das man schön sieht. Positive Färbung, negative Färbung. Hier wieder eine Probe verlinkt, mit der man gearbeitet hat. Kommt man gleich auf die Probe mit allen Parametern. Ergebnisbilder, genau. Und wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten gehe, weiß ich nicht, wie ich das da wegbekomme. So, auf Bearbeiten. Man sieht, es läuft alles eben so, wie der Daniel vorher gezeigt hat, im Markdown-Editor. Beim Erstellen des Electronic Lab Notebook kann man einen Titel eingeben. Man kann einstellen, wer das Notebook bearbeiten darf und wer es sehen darf. Man kann hier wie gewohnt einzelne Mitarbeiter auswählen oder eben Mitarbeitergruppen. In der Beschreibung fügt man eben ein, um was es hier geht. Man kann hier Work Packages und Projekte verlinken. Bei uns heißt es Work Packages, nicht verwirren, bei den meisten sind das wahrscheinlich die Aufträge. Man kann Schlagwörter angeben, wie man das aus den Dokumenten und den Schulungen und so weiter kennt. Und man kann eine Kategorie zuweisen. Die einzelnen Einträge schauen eben so aus, dass man auch das Datum auswählen kann. Man gibt einen Titel ein. Das ist immer ganz praktisch, weil man dann hier im Inhaltsverzeichnis gleich sehen kann, um was es da geht, was man da gemacht hat. Der Eintrag, wie gewohnt, mit der Vorschau, wie das dann ausschaut. Das ist am Anfang. Ich habe schon sehr viel mit solchen Sachen jetzt in der Labordatenbank gearbeitet. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieser Markdown-Editor. Aber bei uns haben eigentlich alle das Feedback gegeben, dass das ganz schnell geht, wie man das mit den Verlinken, ob man jetzt, wenn man jetzt einen Customer oder so verlinkt, ob man jetzt einen Hashtag selber eingibt oder da drauf drückt. Das geht ganz schnell. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel für heute einen Eintrag erstelle, das hat eh auch der Daniel schon gezeigt, immer gedacht, ich baue das auch gleich ein, weil ich das super praktisch finde. Am Schluss ist meistens die Titel, Evaluation, IHC, gebe ich den Titel ein, dann lade ich mir gleich eine Vorlage, die wird mir auch für heute hergerichtet. Dann hat man meistens irgendeinen Table, den kann man, wie wir das vorher schon gesehen haben, hier einfügen. Oder,
das hat eh schon der Daniel gezeigt, aber was ich jetzt noch zeigen wollte, was nämlich auch total praktisch ist, wenn man eine Excel-Liste hat, ich setze das jetzt glaube ich nicht, aber ich mache einfach die Tabellen, Steuerung Copy und Steuerung V hier, dann hat man das auch in diesem Format eingefügt. Also man kann auch so ganz einfach Tabellen einfügen. Wenn man jetzt einen schönen Boxplot produziert hat, irgendwo kann man davon natürlich auch einen Screenshot machen. Ich weiß nicht, ob ich das schön erwischt habe. Und den da einfügen. Das ist in der Bearbeitungszeit natürlich immer nur diese eine Zeile, aber dann hat man da dieses schöne Bild. Und ja, wenn man dann noch einen Link hier einfügen möchte, zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt als Beispiel einfach zu unserer Firma, Insert Company Link, dann sage ich bei CB Med, schreiben wir es richtig, so, mache ich Doppelklick, füge hier einen Link ein und habe dann auch gleich eine Webseite verlinkt oder was auch immer oder eine andere Seite in der Labordatenbank. Also das finde ich total praktisch, dass man da so einfach schnell die Links einfügen kann. Was uns auch total wichtig war und was sehr praktisch ist, ist, dass man das ganze Notebook auch als PDF exportieren kann mit diesem Knopf. Jetzt muss ich mal wieder an. Da oben habe ich das schon, weil sonst dauert das immer ein bisschen. Hier. Das ist einfach dann ein PDF, das man teilen kann, irgendwo abspeichern kann, archivieren kann. Das sind dann alle Einträge auch chronologisch in dem PDF sichtbar. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und gebe gerne wieder zurück. Vielen Dank, liebe Martina. Das war super spannend. Danke für deinen Einblick. Kommen wir zum nächsten Thema, Backups. Alle reden über Backups. Sekündlich, inkrementell machen wir da Backups. Die werden extern bereitgestellt, die werden schreibsicher irgendwo noch aufbewahrt. Alles ganz, ganz sicher, alles ganz, ganz toll. Aber ein Backup ist halt nur so gut, wenn man das halt auch wirklich wiederherstellen kann. Das ist komplett wertlos, wenn man das nicht wiederherstellen kann. Egal wo und wie gut das Backup gespeichert ist. Wir machen das ständig, dass wir die Backups uns anschauen, ja, dass wir dort regelmäßig reinschauen und diese überprüfen auf Lesbarkeit. Und wir empfehlen auch, dass Sie das sich einmal zu Gemüte führen. Und da freut es mich, dass der Stefan Karl von der MBL in Innsbruck, Mikrobiologisches Prüflabor, uns heute einmal zeigt, wie er erstens bei sich das Backup sozusagen öffnet und zweitens, was er damit machen kann und drittens, wie er dort an die Daten rankommt. Stefan, du hast das Wort. Wir sind sehr gespannt. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich bin schon im Teilenmodus. Deine voll vorbereitete Präsentation, ja. Wunderbar. Ich möchte Ihnen da kurz einen Einblick geben, wie wir mit diesen Backups umgehen und Ihnen auch vielleicht ein bisschen eine Workflow an die Hand geben, wie Sie es vielleicht ähnlich machen könnten. Ja, vor dem Hintergrund habe ich eine kleine Präsentation hier vorbereitet. Wir werden dann aber auch direkt eben in Medias Res gehen, direkt in die Workbench sozusagen einsteigen. Ganz kurz. Wir arbeiten mit der Labordatenbank in Innsbruck in Österreich als mikrobiologisches Prüflabor. Wir prüfen Arzneimittel und Medizinprodukte, sei es sterile oder nicht sterile Produkte und bieten sozusagen links und rechts im Bereich der mikrobiologischen Analytik noch so einiges anderes an, arbeiten in allen Bereichen hier aber seit einigen Jahren mit der Labordatenbank und sind als GMP-zertifiziertes Labor natürlich auch gerade bei dem Thema Datensicherheit sehr sensitiv. Und daher freut es mich auch, dass wir hier dieses Thema Backups beziehungsweise das Lesen von Backups vorstellen dürfen. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die wir kennen und können müssen.
Zum einen einmal ist wichtig, dass der User bzw. der Userkreis, der hierfür zuständig sein soll, entsprechend in der Lage ist, Backups aus der Labordatenbank zu laden. Wie der Konrad Wagner uns jetzt gerade erläutert hat, gibt es ja tatsächlich sekündlich inkrementelle Backups. Das heißt, alles, was dazukommt, wird jede Sekunde in die Datenbank gespeichert. Und dazu ist in der Regel dann ein vollständiges Image im Bereich einer täglichen Periodik vorgesehen. Bei uns ist es beispielsweise so, dass wir also ein tägliches, komplettes Image sichern und darüber hinaus auch jederzeit in der Lage sind, manuell ein Backup zu erstellen. Es ist also wichtig, dass wir diese Berechtigungslage in der Labordatenbank haben, dass jemand ein Backup entsprechend laden kann, das heißt, sich von der Labordatenbank lokal auf den Server bzw. auf den lokalen Rechner ziehen kann. Da wir zwei Programme installieren werden, ist es auch notwendig, dass wir auf diesem Rechner entsprechend Admin-Berechtigungen vorliegen haben oder eben einen Admin in Griffweite haben, der uns entsprechend hier die Möglichkeit gibt, nämlich ein Pack-Programm bzw. in dem Fall ein Endpack-Programm wie WinRAR oder 7-Zip oder anderes zu installieren, bei dem wir in der Lage sind, sogenannte GZ-Dateien zu entpacken. Ich habe Ihnen da einfach mal einen in den Link reingegeben oder ein Programm in den Link reingegeben, das man dazu nutzen könnte. Der zweite ganz wichtige Aspekt ist, dass wir die Software MySQL Workbench laden können und installieren. Der Link dazu, den finden Sie entsprechend auch hier in der Präsentation. Expectation Management sollten wir an dieser Stelle auch ein bisschen betreiben. Es ist jetzt nicht so, dass das alles dann so schön die Oberfläche und Nutzerfreundlichkeit, das User-Erlebnis sozusagen bietet, dass wir von der Labordatenbank gewohnt sind. Es geht hier eher in den technischen Bereich. Also wir wollen sicherstellen, dass wir 100% der Daten lesbar machen können. Das bedeutet aber auch, dass Grundkenntnisse der SQL-Programmiersprache beispielsweise notwendig sind. Ja. Falls die nicht oder nur sehr eingeschränkt vorhanden sind, habe ich Ihnen hier auch einfach noch einen Link dazu gegeben, wo man sich ein bisschen bilden kann und welche Grundqueries man hier auch in die Nutzung bringen kann. Ganz kurz der Workflow, da werden wir jetzt eher schnell drüber gehen, wir schauen es uns dann noch im Detail an. Zuerst wird einfach mal diese MySQL Workbench installiert lokal, dann haben wir entsprechend eben ein Icon irgendwo auf unserem Desktop bzw. unter den Programmen. Wir starten dieses System und dann geht es eigentlich darum, schon das entsprechende Backup, das wir lokal von der Labordatenbank entsprechend heruntergezogen haben, hier rein zu importieren. Da gibt es dann einen entsprechenden Button und dann wird praktisch auch schon die Datei bzw. die Datenbank mit den Informationen reingeladen. Es gibt hier noch ein sogenanntes Default Target Scheme oder ein Target Schema, das wir entsprechend vergeben werden. Das ist im Prinzip einfach nur mal diese Grundmaske, die man benennt. Wenn man das initial macht, dann wird man hier einfach unter dem Button New einen Maskennamen vergeben, der dann auch tatsächlich hier bei den Target Schemes in der Dropdown-Leiste entsprechend auftaucht und dann einfach auswählbar ist. Sehen wir auch gleich noch, wie das dann funktioniert. Da springe ich jetzt relativ schnell drüber. Das ist eher dann was für den Nachgang oder Ihre persönliche Dokumentation, so ein bisschen als Walkthrough. Das schauen wir uns jetzt am besten gleich direkt an. Und dazu werde ich jetzt, so schaut es dann hier, das vielleicht noch an der Stelle, so sieht es dann in der Übersicht der Daten aus, wenn wir die geladen haben. Aber wir schauen jetzt einfach mal live rein. Und dazu lade ich Sie jetzt hier kurz ein, mir zu folgen. Und Sie sollten jetzt hier auf meinem Bildschirm entsprechend MySQL Workbench schon sehen. Da funktioniert es so, dass wenn wir dieses Programm geöffnet haben, wenn also die Workbench offen ist, dass wir dann unter Server
über Data Import entsprechend dieses Fenster reinbekommen. Das heißt, die Datenbank oder die Workbench, so muss man sagen, die Workbench fragt uns mal, was soll sie denn importieren? Da ist es so, wir klicken dann hier auf diese Checkbox Import from Self-Contained File und holen uns dann einfach über den Pfad entsprechend hier das lokale Backup, das wir entsprechend reinladen wollen, ziehen wir uns daher. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, wir brauchen dann noch so ein Target-Scheme. Entweder es wird, wenn noch keines vorgegeben ist, einfach ein neues benannt. Oder ich habe schon eines und kann das dann entsprechend auswählen. Und dann ist das auch schon die ganze Zauberei. Es geht dann an Start Import. Und jetzt ist es ein Vorgang, der je nachdem, wie groß Ihr Backup ist, ein bisschen dauern kann. Gerade wenn Ihr Backup besonders umfassend ist, dann ist das durchaus etwas, was einige Minuten dauern kann. Ich möchte Sie jetzt hier nicht besonders lange auf die Folter spannen. Vor dem Hintergrund habe ich jetzt ein etwas schmaleres Backup gewählt. Sobald dieses Backup importiert ist, sehen wir es dann am vollständigen grünen Balken. Wir sehen, one of one is imported. Und dann geht es jetzt eigentlich darum, dass wir entsprechend Abfragen machen wollen. Dazu klicke ich hier auf dieses Icon links oben und create jetzt einen SQL-Table. Und da geht es jetzt im Prinzip darum, dass wir dieses Query, dass wir sozusagen die in der SQL-Programmiersprache entsprechend die Informationen eingeben, so wie wir die Daten entsprechend rausholen wollen. Ich habe vorher ein bisschen gesprochen über Expectation Management. Das heißt, es ist auch notwendig, dass wir in der Lage sind, über die SQL-Programmiersprache entsprechend Abfragen von der Labordatenbank zu machen. Wer bei Ihnen schon sehr vertraut ist mit Auswertungen, dem wird das jetzt nicht neu sein. Für alle anderen ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich ein bisschen rein zu vertiefen in die Grundlagen der SQL-Programmiersprache. Ich habe jetzt hier mal ein Query genommen, wo es bei uns darum geht, alle Steriltests, die wir so durchgeführt haben, hier entsprechend die Samples rauszuziehen und alle Samples, die in ihrer Beschreibung, also in der Beschreibung des Produkts, der Bezeichnung, der Produktbezeichnung, zum Beispiel dieses Wort Test vorliegen haben. Wenn ich ein Query fertig habe und jetzt also zu den Ergebnissen möchte, dann geht man hier auf den Execute-Befehl, dieses Blitz-Icon, und dann arbeitet die Workbench und die Werkbank bringt uns jetzt die Ergebnisse, listet diese auf. Damit habe ich jetzt alle 43, jetzt in dem Fall 43 Ergebnisse, 43 Proben in unserem Fall, die in der Description das Wort Test enthalten. Ja, und wenn ich hier auf die Spalte Description gehe, dann sehe ich, aha, ja, hier taucht überall Test auf. Jede Zeile ist entsprechend eine Probe. Da sind dann ID-Informationen drinnen. Da sind auch weiters kodierte Informationen drinnen, wie Datum und Uhrzeiten. Und wer jetzt hier an der Stelle etwas überrascht ist, dass das doch kein Datum und weder auch noch eine Uhrzeit ist, dem sei gesagt, dass wir ja in der Datenbank im Hintergrund mit der Unix-Zeit arbeiten. Das heißt, hier jede Sekunde praktisch sich die Zahl ändert und daher hier auch das Format in Unix ausgegeben wird. Man stellt auch schon gleich auf den ersten Blick fest, na, das sieht ein bisschen anders aus, als wir es aus der Labordatenbank kennen. Tatsächlich ist dem so. Dieser Look and Feel, den wir von der Labordatenbank kennen, den gibt es tatsächlich nur in der Labordatenbank. Aber technisch sind Sie so in der Lage, 100% Ihrer Daten entsprechend rauszuholen und darzustellen. Es ist notwendig, dass wir da aber über die SQL-Grundkenntnisse verfügen. Im Prinzip sieht es dann einfach auch so aus und man kann dann hier diese Daten sich anschauen beziehungsweise entsprechend hier so darstellen, wie es eben aus dem SQL-Query kommt. Damit gehe ich jetzt gerade wieder zurück in die Präsentation und möchte Ihnen jetzt noch
die Takeaway-Messages aus meiner Sicht zusammenfassen. Ich glaube, dass es eben aufgrund der Datenintegritätsvorgaben, wenn Sie an das Alcoa-Prinzip beispielsweise denken, wo ja L für legible, also für lesbar steht, das heißt, wir müssen in der Lage sein, die Daten lesbar zu machen. Vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir Backups periodisch laden, beziehungsweise einfach, dass wir zeigen, dass wir in der Lage sind, dies zu tun. Periodisch in unserem Fall zum Beispiel ist auf einer jährlichen Basis. Wir müssen jährlich also in der Lage sein, so ein Backup entsprechend herzustellen und die aktuellsten Daten und alles, was davor war, entsprechend zu 100% wieder in einen lesbaren Zustand zu versetzen. Wir sehen technisch, auf der technischen Seite ist das Ganze nicht aufwendig. Wir brauchen im Prinzip Admin-Berechtigung und zwei Software-Installationen, nämlich einmal die SQL Workbench und zum anderen eben ein Entpackungsprogramm, damit wir diese GZ-Dateien entsprechend entpacken können und einladen können. Aber dort, wo sozusagen ein bisschen ein Aber drinsteckt, es sind SQL-Grundkenntnisse auf jeden Fall erforderlich, um tiefer sozusagen die Daten entsprechend verknüpfen und aufbereiten zu können. Ja. Die Userfreundlichkeit und Darstellung, das User-Erlebnis, wie wir es von der Labordatenbank kennen, das gibt es eben tatsächlich nur im Original in der Labordatenbank, wenn man so will. Aber auf der technischen Seite sind wir so in der Lage, 100% der Daten wieder reinzuladen und lesbar zu machen. Was man hier vielleicht einschränkend anmerken soll, wer auf der Suche nach Dateien ist, also hinterlegte Dateien, Bilder, so wie wir es jetzt zum Beispiel gesehen haben, gerade im Beitrag vorher, Bilder, PDFs etc., alles, was Sie hinterlegen in der Datenbank als Dateien, das funktioniert über einen anderen Befehl. Da gibt es direkt bei den hinterlegten Dateien die Möglichkeit, sich ein ZIP-Archiv zu erstellen. Aber ich glaube, da können uns die Kollegen der Labordatenbank auch weiter Auskunft geben. Und ja, mit diesen Aspekten möchte ich wieder zurückgeben an die Kollegen. Vielen Dank. Danke, Stefan Karl, vielmals. Das war ganz super. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, wie das geht, dass man die Backups quasi nicht nur da sind, irgendwo im Hintergrund und fertig, sondern dass man mit denen auch was machen kann, damit dass sie, wenn sie die Backups sich herunterladen, die auch öffnen können, in eine MySQL-Datenbank einspielen können, die, wie gesagt, kostenlos zur Verfügung steht und so Zugriff haben auf die ganzen Daten. Zu den hinterlegten Dateien würde ich noch gerne was kurz ergänzen. Dann bereite ich auch schon mal mein Screensharing hier vor. Wenn man in den hinterlegten Dateien hier drauf geht und die Zugriffsrechte hat, um auch Backups herunterzuladen, dann gibt es hier ganz unten einen Knopf, dass man die hinterlegten Dateien als ZIP-Archiv herunterlädt. Also die eine Möglichkeit ist, dass man die einzeln auswählt und dann hier ein ZIP-Archiv erstellt. Oder wenn man wirklich jetzt die ganzen Dateien herunterladen möchte, gibt es hier noch den Knopf ZIP-Archiv mit allen Dateien generieren. Ich klicke da jetzt mal drauf. Und was jetzt die Labordatenbank macht, ist, dass im Hintergrund ein Job startet, der hier dieses ZIP-Archiv erstellt. Und das kann natürlich eine gewisse Zeit dauern, insbesondere wenn es sehr, sehr viele Dateien sind. Deshalb läuft das im Hintergrund. Und sobald das dann fertig ist, bekomme ich eine E-Mail zugeschickt mit einem Download-Link, der dann für eine gewisse Zeit funktioniert, freigeschalten ist. Unter dem Link kann ich mir dann dieses ZIP-Archiv herunterladen und so hat man auch lokal Zugriff auf die hinterlegten Dateien, am besten in Kombination mit dem Backup der Datenbank, was wir jetzt gerade gesehen haben beim Stefan Karl. Ich würde jetzt gerne fortfahren noch mit dem Thema Datensicherheit. Ich hoffe, es wird nicht langweilig, dass wir das jedes Mal im Anwendercall aufgreifen. Aber es ist einfach ein so unendlich wichtiges Thema. Es hat jetzt gerade wieder bei uns eine zusätzliche Präsenz bekommen, weil wir informiert wurden letzte Woche, dass ein Kunde von uns einen Hackerangriff hatte in sein lokales Netzwerk.
und da hier ganz viele Daten aus dem lokalen Netzwerk hier gestohlen wurden. Und das war auch hier wieder ein sehr dramatisches Ereignis. Die Labortmann war hier zum Glück nicht betroffen. Das Ganze war hier separat in der Cloud. Aber trotzdem hat es wieder in Erinnerung gerufen, wie kritisch das Thema ist. Und es hat auch das Thema mit der Authentifizierung aufgebracht, weil wir uns natürlich dann auch Sorgen gemacht haben, wenn jetzt die Hacker hier in das Netzwerk reingekommen sind, besteht natürlich die Gefahr, dass die dann vielleicht auch in die Labordatenbank reinkommen und dann dort auch noch die ganzen Daten sich holen. Und um das zu verhindern, ist es notwendig, dass wir hier eine gute, eine sichere Authentifizierung verwenden. Es gibt, also viele verwenden hier Benutzernamen und Passwort, und da gibt es aber einige Risiken, die damit verbunden sind. Und gerade im Zusammenhang mit Hackern ist hier das Thema mit dem Keylogging. Das heißt, es kann sein, dass jetzt die Rechner im Netzwerk hier betroffen sind von einem Hackerangriff, man das vielleicht im ersten Moment noch gar nicht mitbekommt. Und wenn man sich dann in der Labordatenbank anmeldet, dann ist es möglich, dass der Angreifer hier über Keylogging mitliest, was hier auf der Tastatur eingegeben wird und so an Benutzernamen und Passwort herankommt. Es gibt hier noch ein paar weitere Risiken, Phishing-Attacken. Das ist, wenn man eine Seite vorgelegt bekommt, wo sich die sich jetzt als Online-Bank oder Labordatenbank oder was ausgibt und man dort das Passwort eingibt, sodass ein Angreifer hier dann ans Passwort rankommt. Noch ein Problem ist oft, dass Benutzernamen und Passwort oft wiederverwendet werden. Und dann, wenn jetzt ein Datenleck auf einem anderen Server entsteht, auch wieder hier Benutzernamen und Passwort in falsche Hände geraten können. Und ein drittes Thema ist, oder ein weiteres Thema ist auch, dass wenn jetzt ein Nutzer aus dem Unternehmen austritt und man vielleicht vergisst, hier den Account zu archivieren, dass hier immer noch Zugang besteht. Das gleiche Thema hat man oft auch, wenn hier geteilte Accounts im Einsatz sind, wo dann mehrere Mitarbeiter sich vielleicht ein Passwort teilen, und wenn dann ein Mitarbeiter vielleicht das Unternehmen verlässt, dann hat der wohl immer noch das Passwort zu dem geteilten Account. Also es sind lauter Risiken, die bei der Authentifizierung entstehen und die man hier vermeiden sollte. Und es gibt da tolle Lösungen, wie man den Account besser schützen kann, wie man die Authentifizierung besser schützen kann. Ich habe versucht, das ein bisschen in einer Tabelle zusammenzufassen. Die erste Spalte ist halt hier quasi, wenn man nur Benutzernamen und Passwort verwendet, dann hat man hier wirklich diese ganzen Risiken, die ich gerade vorher ausgeführt habe. Und es ist von der Bedienung her aber eigentlich auch gar nicht so komfortabel, weil man eben hier jedes Mal seinen Benutzernamen und Passwort eingeben muss. Und hier ganz unten in der letzten Zeile habe ich noch eingefügt, wie es von der Bedienung her ausschaut, wie schnell und einfach und komfortabel die verschiedenen Authentifizierungsmöglichkeiten sind. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Passwortmanager einsetzt, hat man hier schon mal die Datensicherheit oder die Accountsicherheit erhöht, weil der Passwortmanager generiert ein Passwort. Und man hat dann eben auch für jeden Dienst wirklich ein eigenes Passwort. Und wenn man das Passwort nicht mehr von Hand eingibt, ist man hier auch geschützt, dass nicht irgendjemand mitliest oder eben ein Keylogger das Ganze mitliest. Und es ist auf jeden Fall auch komfortabler, als wie wenn man nur mit Benutzernamen und Passwort arbeitet, weil eben der Passwortmanager das automatisch einfügt. Noch ein bisschen besserer Schutz ist, wenn man jetzt auch noch Multifaktor verwendet, so eine Authenticator-App. Viele verwenden das ja bereits, wo so ein sechsstelliger Code, der sich laufend ändert, bei der Anmeldung mit eingegeben wird. Das ist auf jeden Fall ein besserer Schutz als wie nur Benutzernamen und Passwort, hat aber immer noch das Risiko, dass man jetzt zum Beispiel auf einer gefälschten Seite hier das einträgt. Und es ist auch die Gefahr, dass bei dem Server-Datenleak hier die Daten rauskommen und der Account so komprimiert wird. Noch eine bessere Anmeldungssicherheit erreicht man mit einem Security Key. Das ist ein Schlüssel, den man an den USB-Stecker ansteckt, wo dann eine Public-Private-Key-Verschlüsselung passiert. Da hat man dann schon ein sehr
hohes Grad an Sicherheit. Da kann das auch nicht mehr passieren, dass man irgendwo auf einer falschen Seite sich anmeldet mit den Accountdaten, weil der Private Key hier auf dem Security Key bleibt und hier nur für die Anmeldung verwendet wird, wenn man auf der richtigen Seite auch sich anmeldet. Es sind hier, ich habe jetzt hier mal ein Gesicht gemacht, das ein bisschen anstrengender ist, weil man eben diesen Security Key dann auch immer dabei haben muss. Und es könnte dann halt passieren, man kommt ins Labor, hat den Security Key zu Hause vergessen, kann dann vielleicht einen ganzen Tag nicht mit der Laborbank arbeiten. Das wäre natürlich nicht komfortabel. Ein ganz neues System, das wir in der Laborbank haben und das, was jetzt hier gerade bei immer mehr und mehr Online-Diensten zum Einsatz kommt, ist eine Technologie, die heißt Passkey. Die hat die gleichen tollen Security-Eigenschaften wie eben ein Security-Key und ist sehr, sehr komfortabel in der Bedienung. Man sieht das, ich habe da unten ein Smiley dazu gemacht. Ich zeige das mal kurz, also wenn ich jetzt hier nochmal rübergehe, ich melde mich mal ab. Ich muss eigentlich nur meinen Finger auf den Fingerabdruckscanner legen und bin sofort drin. Also die Passkey-Variante hat tolle Sicherheitseigenschaften und ist auch sehr, sehr komfortabel in der Nutzung. Ja? Die Variante, die wir aber immer, sag ich mal, als erste Wahl empfehlen, ist, wenn es ein Single Sign-On-System in Ihrem Unternehmen gibt, dass man dann auch dieses Single Sign-On-System für die Anmeldung in der Laborbank nutzt. Das schützt auch jetzt davor, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dann wird er im Firmenaccount archiviert und dann ist er auch in der Laborbank archiviert. Also das wäre eigentlich die Empfehlung, gerade wenn es das schon gibt in dem Unternehmen, dass man hier dann auch für die Laborbank das nützt, einfach weil es tolle Sicherheitseigenschaften hat und sehr komfortabel ist, weil die Mitarbeiter, wenn sie dann schon angemeldet sind in der Laborbank, hier gar nicht mehr das Passwort eingeben müssen. Sie müssen sich nur einmal anmelden und sind dann in der Laborbank und auch in den anderen Anwendungen im Unternehmen angemeldet. Also könnte man sagen, ist eigentlich hier das Thema gelöst. In der Praxis schaut es so aus, dass halt noch viele das nicht nützen, diese Möglichkeiten, die wir hier haben. Ich habe mir mal jetzt eine Auswertung erstellt und bin draufgekommen, dass die Hälfte der Laborbank-Accounts kein Multifaktor-System verwenden und darüber hinaus auch schon seit mehr als 2 Jahren ihr Passwort nicht mehr aktualisiert haben. Und das, da würde man jetzt wirklich sprechen von einer nicht sicheren Authentifizierung. Ich kann jetzt hier natürlich nicht überprüfen, ob das gleiche Passwort dann vielleicht auch noch für andere Dienste online verwendet wurde, aber die Gefahr ist halt eben hoch, dass wenn jetzt hier ein Passwort, sei es auch auf einem anderen Dienst, durch ein Datenleak herauskommt, dass dann eben auch ein Angreifer hier die Möglichkeit hätte, in die Laborbank einzudringen. Auf der positiven Seite ist zu erwähnen, dass aber 27% der Accounts bereits ein Multifaktor-System verwenden, entweder Single Sign-On, Passkey oder das mit dem sechsstelligen Code, der sich alle 30 Sekunden ändert über die Authenticator-App. Und diese 27% haben hier wirklich eine sehr sichere Authentifizierung. Und alle, die hier quasi zu diesen 27% gehören, die hier schon diese sichere Account aktiviert haben, da herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam die Sicherheit für die Laborbank erhöhen. Alle, die hier noch bei den 50% dabei sind, die eben ein sehr altes Passwort haben und noch keinen Multifaktor, da würde ich wirklich empfehlen, dass sich das mit dem Multifaktor mal ausprobieren. Man kann den einfach aktivieren. Wenn es einem stört, dann kann man es auch wieder deaktivieren. Es ist nicht kompliziert, man muss es einmal gemacht haben und dann kommt man vielleicht drauf, dass es gar nicht so ein Aufwand ist. Überhaupt, wenn man zum Beispiel das mit dem Passkey verwendet, dann kann es durchaus sehr komfortabel sein oder auch mit dem SSO. Wenn das SSO interessant ist, dann sprechen Sie mit uns, dann aktivieren wir das gemeinsam mit Ihrer IT-Abteilung und dann ist die Anmeldung noch komfortabler und sicherer. Es ist vielleicht auch so, dass es eben unterschiedliche Accounts gibt. Da springe ich jetzt mal schon auf die nächste Seite, die auch innerhalb der Laborbank unterschiedliche Zugriffsrechte haben.
Und jetzt gibt es vielleicht Accounts, die schon von Haus aus stark eingeschränkt sind. Und dann ist es da vielleicht auch weniger dramatisch, wenn jetzt noch nicht die Multifaktor-Authentifizierung hinterlegt ist. Aber es gibt auch einige Zugriffsrechte in der Labordatenbank, die besonders kritisch sind, wo wir, wenn jetzt der Account in falsche Hände kommt, uns halt besonders Sorgen machen würden, dass diese Zugriffsrechte ausgenutzt werden. Da geht es zum Beispiel, wenn es um die Nutzerverwaltung geht, das Bearbeiten der Zugriffsrechte oder der Audit Trail, wo man halt wirklich dann auf alle Daten im System Zugriff hat. Auch Berichte unterschreiben ist ein kritisches Zugriffsrecht, wo man auf keinen Fall möchte, dass jetzt jemand anderer in meinem Namen einen Bericht unterschreibt. Und deshalb ist es so, dass wir ab nächsten Jahr hier für diese kritischen Zugriffsrechte einen sicheren Account benötigen, das heißt Single Sign-On, Passkey oder einem Multifaktor-System, damit zumindest für diese kritischen Bereiche wir hier diesen Schutz mit einem sicheren Account gewährleisten können. Okay, damit hoffe ich, dass wir hier uns dann keine Sorgen machen müssen bezüglich Hackerangriffen und dergleichen, auch wenn die Gefahr natürlich immer wieder aufkommt. Okay. Vielen Dank, Patrick, für deinen Einblick. Kurze Info, wir sind 63 Leute, es hat niemand weggeschaltet beim wichtigen Thema Datensicherheit. Patrick, bestätige dich. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen und Antworten. Wir haben eine Frage schon vorab bekommen. Die Frage ist, was mit der tollen Präsentation von Herrn Stefan Karl ist, ob die zur Verfügung gestellt werden kann. Kurze Info, wir packen ja das ganze Video online zu unseren Anwender-Calls dazu. Dort kriegen Sie nicht nur die Präsentation, sondern auch den gesamten gesprochenen Inhalt. Das wäre unser Vorschlag. Wer dann noch die Präsentation selber haben möchte, vielleicht kurz bilateral melden beim Stefan Karl. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite aus? Noch mehr Interesse? Dann haben wir eine Frage von Yannick Junkert. Ich habe eine Frage zur Sicherheit. Wir verwenden MFA mittels Security Key. Wenn wir uns Montagmorgen anmelden mittels Key, müssen wir uns die gesamte Woche nicht mehr erneut auf dem Rechner anmelden, auch wenn diese heruntergefahren wird. Lässt sich das Zeitfenster für eine erneute Anmeldung anpassen? Liebe Grüße aus Wuppertal. Okay, vielleicht sage ich da was dazu. Und zwar ist es so, dass eben bei der Anmeldung mit dem MFA ein Cookie erstellt wird, das quasi für die Authentifizierung dann übernimmt, wenn man jetzt von Seite zu Seite geht. Das heißt, man muss dann nicht bei jedem Seitenaufruf sich wieder neu anmelden. Und dieses Cookie wird aber von der Gültigkeit her hochgesetzt. Jedes Mal, wenn man mit der Software arbeitet, wenn man praktisch jetzt weitere Seiten aufruft. Und wenn man jetzt das hier immer wieder verwendet, die Labordatenbank, dann bleibt das auch quasi gültig, sodass man sich nicht immer wieder neu anmelden muss. Übers Wochenende hat man dann möglicherweise länger nicht damit gearbeitet und dann ist wahrscheinlich der Fall, dass man dann am Montagmorgen sich wieder anmelden muss. Danke, Patrick. Nächste Frage von Heike Schmelter, Firma Autoneum. Können hinterlegte Dokumente mehrfach verlinkt werden, um Datenspeicher zu reduzieren? Frau Schmelter, ich glaube, Sie haben unbegrenzt Speicherplatz, aber müsste man nochmal bitte in die Materie gehen, mehrfach verlinken zum Speicherplatz optimieren. Würden wir vielleicht noch separat auf Sie zukommen oder hat jemand aus dem Team hier eine Info? Würden wir uns direkt bei Ihnen melden. Ansonsten sehe ich keine weiteren Fragen an dieser Stelle. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie mitgemacht haben. Auch im Namen meines gesamten Teams wünschen wir jetzt Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf ein tolles neues Jahr 2024 mit Ihnen und mit der Labordatenbank und mit einem leistungsfähigen Team dahinter, das Ihnen zur Verfügung stellt. Machen Sie es gut. Schöne Weihnachten.